Jetzt ist es raus. Neue Impfkampagne, neue Maßnahmen, neues Datenchaos. Der Pandemieherbst, er kommt. Und in jedem Fall, was die Maßnahmen angeht, können wir uns auf einiges einstellen. Denn die Bundesregierung hat einen geheimen Corona-Plan aufgestellt und in einer Corona-Konferenz bereits festgelegt. Im Kanzleramt stellte der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt den Chefs der Staatskanzleien den Regierungsplan für den kommenden Herbst vor. 1G-Regel, neue Impfkampagne mit neuen angepassten Impfstoffen, die unterschiedlich lang halten. Und auch das Datenchaos könnte damit zurückkommen. Ein geheimes Treffen im Kanzleramt. Was ist dabei rausgekommen? Das Wichtigste, was man sagen kann, ist die neue Impfkampagne. Die Bundesregierung will bis zu 60 Millionen Bundesbürger erneut impfen. Das ist eine gewaltige Zahl. Das heißt im Prinzip, alle, die sich jetzt schon haben impfen lassen, sollten nach Vorstellung der Bundesregierung eine dritte oder vierte Impfung bekommen.